Mannschaftstraining, wie war es, wie hat es sich angefühlt? Froh, dass es wieder mit dieser Art von Training weitergeht, denke ich einmal. Ja, klar, man hat's, ihr habt das vielleicht auch heute kurz spüren können. Also die Spieler sind natürlich alle sehr, sehr froh, wir als Trainer genauso, dass wir wieder als Mannschaft am Platz stehen können. Fühlt sich einfach sehr gut an, obwohl das davor halt auch stimmig war, zur Situation passend, dass wir halt eine gewisse Zeit zu Hause waren, da uns versucht haben, im Heimtraining fit zu halten. Und jetzt haben wir davor einen Block gehabt vor 4 Wochen, wo wir einfach an vielen Details, an vielen Basics arbeiten konnten. Und jetzt geht es eben 2 Wochen lang uns da in aller Kürze und Würze auf die Meisterschaft vorzubereiten. Dankeschön, Chris. Fragen bitte an den Trainer. Möchte Peter Klöbel Kronenzeitung. Chris, wie war das beim Start? Hast du da mit den Spielern mehr gesprochen als sonst über diese Situation? Weil wird ja auch für die Köpfe nicht so einfach gewesen sein. Du meinst über beim Restart des Trainings wieder. Also beim Gruppentraining. Ja, natürlich. Es war ein großes Thema, halt diese Maßnahmen, dieser Maßnahmenkatalog. Da waren aber die Spieler von Anfang an sehr, sehr diszipliniert. Aber sie waren auf der anderen Seite, wären vielleicht mehr Gespräche nötig gewesen, wenn ich gemerkt hätte, dass der Spieler wirklich ängstlich sind. Das war von Anfang, es war diese Vorsicht war da, aber es war keine Angst. Hätte ich nicht gemerkt beim Spiel. Also sie haben sich alle gefreut, dass sie einfach wieder am Platz stehen können und mit Ball arbeiten können. Und dann waren wir eben in diesen Kleingruppen und da habe ich meine Gruppe gehabt und war dann vorwiegend mit der zusammen. Da habe ich dann auch genügend Vertrauen in mein Trainerteam gehabt und ja, war eine gute Dynamik drinnen auch. Es war dann einmal ein kurzer Stimmungsbruch, weil wir eben geglaubt haben, dass wir nach 2 Wochen dann schon ins Mannschaftstraining gehen können, aber das haben wir ganz gut abgefahren und glaube ich, denke ich einmal, dass wir sehr, sehr viel rausgeholt haben aus der Zeit. Martin Lang, Radio Wien. Weißt du als Trainer einmal, oder hast du kurz mit dem Gedanken als Trainer auch mal damit kurz spekuliert, zu sagen, probieren wir es und es beobachtet uns niemand, dass wir ein Mannschaftstraining schon vorletzten Freitag machen? Ich weiß, wo das hin zielt. Ich denke, zu dieser Thematik hat sich unser Verein schon ausführlichst geäußert. Für mich war es einfach, für mich zählt immer ein bisschen Ideologie auch dazu. Wenn ich irgendein Spiel daheim mit meinen Kindern spiele, egal welches Spiel, ich will es als Erwachsener immer gewinnen. Und wenn sie sagen, Papa, nicht schummeln, also du brauchst dir keine Sorgen machen, weil ein Sieg zählt für mich nur, wenn ich wirklich das Spiel so nehme, wie die Regeln sind. Und ja, wir waren von Anfang an in diesen Kleingruppen. Und da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, dass wir uns da als Mannschaft bewegen. Servus TV-Kollege, bitte. Zwei Fragen. Die eine Frage, Thema Geisterspiele. Hat es als Trainer irgendwelche Auswirkungen, was Spielstrategien betrifft, was mentale Vorbereitung der Mannschaft betrifft? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, was sind die Ziele für die kommenden Spiele, für die kommende Saison? Ja, es hat sicher für die Spieler, die haben sicher einen unterschiedlichen Zugang, auch unterschiedliche mentale Prozesse, die da ablaufen bei Spielern. Manche werden eben extrem euphorisiert durch Zuschauer, durch aufkommende Stimmung. Die haben wir jetzt nicht. Auf das gilt es natürlich auch von unserer Seite, von Trainerseite, die Mannschaft einzustellen. Aber es ist auch dann, wir haben nicht großartig und nicht allzu lange Zeit dazu, um jetzt irgendwelche mentale Prozesse da in Gang zu setzen. Wir versuchen einfach, das so hinzunehmen. Und von der taktischen Ausrichtung macht es eigentlich keinen Unterschied. Wir versuchen einfach, unsere Abstimmungen dann am Platz zu bringen und uns bestmöglich auch auf unser Spiel oder auf den Gegner da einzustellen, unabhängig davon, was dann für Atmosphäre im Stadion ist. Natürlich im Laufe eines Spiels, wenn dann eine Atmosphäre kommt, wenn dich eine gewisse Atmosphäre dann in einen Flow bringt oder umgekehrt, dann hat man natürlich als Trainer Hebel in der Hand, um da entgegenzuwirken oder das auch zu nützen. Das wird jetzt anders sein. Aber als Ziel, es gibt Punkte, es gibt einen Sieger, dort wollen wir hin. Und nur der Weg ist natürlich ein bisschen anders. Ziele für diese 10 Runden bzw. 13 Runden ist unser klares Ziel, dass wir diese Qualifikationsgruppe gewinnen wollen. Wir wollen sehr, sehr schnell und sehr gut in diese Meisterschaft starten. Es sind spezielle Voraussetzungen. Der Weg dorthin in diesen Wiederstart der Meisterschaft,
dann hat man entweder ein paar taktische Ausrichtungen, die man dann auf das Spiel bezogen jetzt dann vielleicht anders wählt, oder man hat grundsätzlich ein paar taktische Überlegungen an die Herangehensweise, sprich, wie löst man das mit Rotation etc. Danke. Johannes Pandl, Entschuldigung, pardon. Dieser Umstand, dass wahrscheinlich dann auch 5 Wechsel möglich sind, sind das auch Überlegungen, die vielleicht ein taktisches Konzept ab der 60. Minute anders aussehen lassen können, wie es noch vor 3-4 Monaten war? Also ich begrüße das extrem, auch in dieser Phase, in der wir jetzt sind. Es ist sehr, sehr wertvoll, weil 13 Runden am Stück oder 13 Runden in 6 Wochen ist keine Alltäglichkeit. Das ist auch nicht alltäglich, wenn jetzt eine Mannschaft im Europacup spielt. Da glaube ich war auch bei LASK WRC waren 7 am Stück, war glaube ich das häufigste im Herbst. Also das ist schon eine richtige Herausforderung, von dem her begrüße ich das sehr. Ist vielleicht auch, dass so wie in Deutschland mit 3 Wechselzeiten in der zweiten Halbzeit begrenzt ist. Und ja, taktisch, ich glaube schon, dass die mit dieser Vorbereitungsgeschichte, dass die letzten 20, 30 Minuten vielleicht noch mehr Bedeutung kriegen, als es bisher der Fall war. Und auch war in der Überlegung, die man grundsätzlich an diese 10 bis 13 Runden, die man im Vorfeld schon trifft, kann das auch ein entscheidender Faktor sein. Stefan Oellerer. Zu den Wechseln zurückzukommen, ich kann mich erinnern, im Herbst war das große Thema immer, dass man permanent wechseln hat müssen, die Aufstellung. Und jetzt begrüßen Sie, dass Sie auch im Spiel 5-mal wechseln können. Ist das nicht auch die Gefahr, dass man dann die Kontinuität verliert im Spiel? Definitiv. Also die Gefahr birgt es. Also es wird keinen Spieler geben, der 13 Spiele durchspielen kann. Man muss sich was überlegen. Im Vorfeld, also wir waren ja 5 Wochen daheim, wir haben versucht, das schon vorauszuahnen, was passieren wird, wie dann die Meisterschaft fertig gespielt wird, wie viel Zeit wir als Vorbereitung dafür, und wir haben uns da sehr intensive und tiefgehende Überlegungen gemacht zu dem Ganzen. Da zählt natürlich das auch dazu, wie man dieses, sage ich mal jetzt unter dem Sammelbegriff Rotation, wie man dieses Thema dann angeht. Und zu diesem Thema haben wir uns natürlich was überlegt. Durch die kurze Vorbereitungszeit generell Abstriche machen müssen, was die Qualität des Spiels, der Spiele angeht? In welche Richtung? Was die Beurteilung der Spiele angeht, was die Qualität angeht, der Spiele. Also, dass man milder sein soll in der Beurteilung? Nein. Also, ich setze mir nicht vor, bevor ein Spiel beginnt, schon die Grenzen oder die Bemessungsgrundlage für ein Spiel herunter. Wir versuchen immer nach dem maximal Möglichen, beziehungsweise auch die Spieler an diesen Prinzipien und diesen Vorstellungen, die wir von einem Spiel haben, an dem werden wir die Spieler auch messen, dort wollen wir es auch hinführen. Da werden wir nicht von vornherein schon irgendwie milde walten lassen. Aber dass man vielleicht eine Spielstrategie ein bisschen anders anlegt, das ist natürlich dann in der Fülle und auch in dem Rhythmus, wie die Spiele angesetzt sind, das ist dann natürlich schon möglich, dass wir das von Haus aus andere Vorgaben dann ersetzen. Es war vielleicht eher so gemeint, dass die Öffentlichkeit auch ihre Erwartungen möglicherweise in den ersten Spielen niedriger ansetzen wird müssen. Ich glaube, ja, wir sind ein Traditionsverein. Wir haben, die Öffentlichkeit hat immer sehr, sehr hohe Erwartungen an den Club, und die haben wir jetzt in der unmittelbaren Vergangenheit nicht erfüllen können. Und wir versuchen jetzt, das ist natürlich unser Ziel, dass wir unsere Ziele beziehungsweise auch das, was sich der Club, was sich die Öffentlichkeit von uns erwartet, das versuchen wir so weitgehend zu erfüllen, wie es uns halt möglich ist, nach dem Besten zu streben, so wie wir einfach ein Spiel angehen. Wenn man Spiele dann sieht, vielleicht da jetzt am Wochenende schon in Deutschland, wenn auch dem deutschen Bundesliga-Fußball die Atmosphäre von gefüllten Stadien fehlen, dann sieht man vielleicht da, dass dann der Unterschied vielleicht nicht ganz so groß ist, wie man jetzt immer wahrgenommen hat zwischen Österreich und Deutschland. Aber wie gesagt, grundsätzlich, wir versuchen einfach das Beste rauszuholen aus unseren Möglichkeiten. Thomas. Chris, wer dir auf Instagram folgt, hat festgestellt, wie du auch schon erwähnt hast, du hast die Bundesliga verfolgt. Was waren deine Rückschlüsse aus dem ersten Geisterspieltag? Für mich war auffällig, dass die gravierenden Fehler in der Verteidigung eigentlich deutlich mehr waren als an dem normalen Spieltag und dass die offensiv ausgelegten Mannschaften bevorteilt waren aufgrund der außergewöhnlichen Rahmenbedingungen. Ein Gefühl, das täuscht?
Nein, ich glaube schon, da hast du das schon ganz gut wahrgenommen. Ich hab gemerkt, dass man natürlich die Abstimmung, dass die noch nicht so optimal läuft. Die Deutsche Bundesliga hat ja nicht einmal ein Vorbereitungsspiel gehabt, eine Woche Mannschaftstraining. Das ist schon sehr, sehr kurz, dass da alles perfekt schon funktioniert. Das war nicht zu erwarten. Und wenn immer Abwehrreihen nicht so perfekt funktionieren miteinander, wenn das ganze Team nicht so super abgestimmt ist, ist es natürlich einfacher, dann auch für die Offensivreihen daraus zu profitieren. Und deshalb glaube ich schon, wird es für uns schon mal wichtig sein, dass wir versuchen, sehr, sehr stabil in diese Meisterschaft zu gehen und dann einfach auch Dinge vielleicht, die sie uns anbieten, auszunutzen. Zwei Fragen habe ich noch. Du hast die mentalen Aspekte angesprochen. Inwieweit bist du aktuell auch im mentalen Bereich gefordert? Und wie weit haben die letzten Wochen auch, ich sage mal, Eindruck bei dir hinterlassen? Ja, ist eine schwierige Phase, eine spezielle Phase. Da ist, glaube ich, jeder in seiner eigenen Mentalität gefragt, einfach mit dieser Sache sehr, sehr gut umzugehen. Einfach versuchen, positive Dinge für sich rauszukitzeln, das auch seiner Mannschaft weiterzugeben, das auch auszustrahlen, eine positive Grundhaltung, nicht das so mitbringen, dieses dauerhafte Jammern und alles zu bekritteln, sondern einfach, mir ist einfach wichtig, bei meiner Sache zu bleiben. Ich bin Fußballtrainer von einem richtig coolen Club und genau diese Herangehensweise will ich einfach auch meinen Spielern weitergeben. Und ja, sie sind auch sehr, sehr positiv und mit dieser ganzen Thematik dann auch umgegangen. Letzte Frage von mir. Wir durften ja heute einen Teil des Trainings von der Entfernung aus beobachten. Da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Das erste ist, die Spieler haben eine ziemlich große Spielfreude, eine große Freude am Platz. Siehst du das genauso und was sind so deine Trainingseindrücke generell? Gibt es Dinge, wo du sagst, da muss ich eingreifen, im Positiven wie im Negativen? Ja, es war ja davor auch immer so. Es gibt einfach Trainingsinhalte, wo ich nur der Beobachter bin. Dann gibt es Trainingsinhalte, wo ich einfach sehr, sehr präsent bin. Und dann gibt es halt auch Dinge, da muss man als Trainer eingreifen, wenn man einfach mit der Intensität nicht zufrieden ist. Aber wie gesagt, das war jetzt alles in den letzten Wochen alles okay. Also die Spieler haben einfach eine Top-Herangehensweise an die Inhalte, die wir ihnen mitgeben. Wie gesagt, die Woche ist ab und zu sehr inhaltlich, weil wir einfach wenig Zeit haben. Es hat der Kopf sehr gefordert, jetzt rein vom fußballerischen Inhalt. Und ja, wir versuchen das einfach dann gut durch die Wochen zu führen. Dann absolut bereit zu sein für den Start. Gut, Johannes Brandl sehe ich noch. Ich habe noch eine kurze Frage zum Kader. Ivan Lucic hat sich in der Pause einen kleinen Eingriff unterziehen müssen oder hat sich einen kleinen Eingriff machen lassen. Wird sich das ausgehen, dass der in zwei Wochen topfit ist? Nein, das geht ja nicht aus. Sein Meniskus ist genäht worden. Also er hat dann lange also überhaupt nicht belasten dürfen, bis diese Naht dann verheilt. Meniskus ist einfach, wenn es die Möglichkeit gibt bei einem jungen Sportler zum Nähen, dann kann man den Meniskus einfach retten und das ist bei ihm gemacht worden. Also ich denke mal, so wie es jetzt perspektivisch ausschaut, wird er nicht mehr zur Verfügung stehen für diese 10 bis 13 Spieler. Gut, ich danke schön. Nächster Medientermin nächste Woche, wahrscheinlich rund um das Testspiel irgendwann einmal. Das vorab. Dankeschön, Trainer.